Einen schönen guten Tag an alle, die sich hier versammelt haben. Ich habe heute gesehen einen Post von einem Freund in Facebook, der hat geschrieben, die SIKO, das ist die Après-Ski-Hütte der Kriegsindustrie. Finde ich eine sehr schöne Bemerkung. Wir halten Frieden für selbstverständlich, ist er nicht. Es gibt Konzerne, Gruppen und Menschen, die von Kriegen so unvorstellbar profitieren, dass sie sie schüren. Der Krieg ist einfach, das müssen wir wissen, ein Billiardengeschäft. Und heute habe ich in der Früh eine Werbung auf mein iPhone bekommen. Da stand drauf, if you have an iPhone, this war game is a must have. Da haben wir gedacht, nein, must I nicht have. Ich muss das nicht auf meinem Handy haben. Weil das Internet ist ja im Moment wie eine Schlangengrube, in das man Sprengsatz reingeschmissen hat. Jeder ist Experte, alle streiten sich und es fliegt einem alles um die Ohren. Aber manchmal fragt man sich natürlich so als ganz normaler Mensch, wie entstehen eigentlich Kriege? Und als naiver Mensch denkt man ja dann, naja, da streiten sich zwei Regierungen und dann gibt es Interessenkonflikte und dann eskaliert das und irgendwann bums. Nicht, ja? Ich muss fast sagen, schön wäre es, aber so ist es nicht. Und oft findet man im Internet dann doch eine schwarze Perle, die einem viel klar macht und einem das naive Hirn durchbläst. Wesley Clark, das ist immer noch aktuell, 1997 bis 2000 NATO-General, sagte auf YouTube Oktober 2007 folgendes: Ich wollte gerade das Pentagon verlassen. Da rief mich ein Offizier vom Vereinigten Generalstab ins Büro und sagte: Ich möchte Ihnen sagen, Sir, wir beabsichtigen, den Irak anzugreifen. Und ich sagte: Warum? Und er sagte: Wir wissen es nicht. Wollen Sie Saddam in Zusammenhang mit 9/11 bringen? Nein, sagte er, ich schätze, Sie wissen nicht, was Sie mit dem Terrorismus tun sollen, aber Sie können Länder angreifen und wollen stark aussehen. Ich vermute, Sie glauben, wenn Sie ein Land runterkriegen, das wird die Terroristen einschüchtern. Naja, Sie kennen ja den Spruch, wenn das einzige Werkzeug, das du hast, ein Hammer ist, dann muss jedes Problem ein Nagel sein. Ich war durcheinander. Leute, ja, und dann haben wir Afghanistan angegriffen. Ich war glücklich darüber. Ja, wir sollten das tun. Ja, und dann, 6 Wochen später, kam ich wieder zum Pentagon und traf denselben Offizier, und der sagte: Haben wir immer noch vor, den Irak anzugreifen? Und er sagte: Oh, Sir, es ist schlimmer als das. Und er nahm eine Notiz von seinem Schreibtisch und sagte: Ich habe gerade diesen Zettel aus dem Büro des Verteidigungsministers bekommen. Und hier steht, wir werden 7 Länder innerhalb von 5 Jahren angreifen und zerstören. Wir beginnen mit dem Irak und dann nehmen wir Syrien vor, Libanon, Libyen, Somalia, den Sudan und den Iran. 7 Länder in 5 Jahren. Also zur Erinnerung, es spricht da nicht irgendjemand, sondern der Oberbefehlshaber der NATO in Europa 1997 bis 2000. Einer der höchsten Offiziere in der US-Armee. Also Sie können das googeln. Ja? Man kann wirklich Sachen googeln und das verschwindet bloß so im unendlichen Netz oft. Wesley Clark heißt er, Wesley Clark. Sehr interessant für euch auch George Friedman von Stratfor. Googeln. So. Er brachte mich zu Paul Wolfowitz und der sagte: Wir haben 5 bis 10 Jahre Zeit, um alle die sowjetischen Klientelregime zu beseitigen. Clean up, hat er gesagt. Clean up. Säubern. Syrien, Iran, Irak und so weiter. Und zwar bevor die nächste große Supermacht uns herausfordert und das tut. Das sagt er genau so. Naja, Wesley Clark sagt noch immer: Ich meine, der Zweck des Militärs liegt darin, Kriege anzufangen und die Regierungen abzusetzen, nicht Konflikte beizulegen und zu befrieden. Diese Leute haben die Kontrolle über die Vereinigten Staaten übernommen. Dieses Land wurde von einer Gruppe Leute durch einen politischen Staatsstreich übernommen. Das waren Paul Wolfowitz, Dick Cheney, Donald Rumsfeld und Richard Perley und ein paar andere von PNAC, PNAC, dem Project for New American Century. Sie wollten, dass wir den Nahen Osten destabilisieren, ihn auf den Kopf stellen und unter unsere Kontrolle bringen. Sie konnten es gar nicht abwarten, bis der Krieg im Irak endlich fertig ist, um gleich drauf in Syrien einzufallen. Das war wie gemeißelt. Oh ja, unsere Legionen werden dort einmarschieren. Yes. Und dann schließt er und sagt: Wissen Sie, egal ob Sie Demokrat oder Republikaner sind,
Sie sollten um die Strategie der Vereinigten Staaten in dieser Region besorgt sein. Was ist unser Ziel dort? Was sind unsere Absichten? Warum sind wir dort? Warum sterben US-Amerikaner in dieser Region? Das ist die Wurzel des Problems. Und ein paar Millionen andere und Iraker auch noch, das hat er nicht extra dazu gesagt. Wesley Clark heißt der NATO-General und Sie können es googeln. 7 Länder in 5 Jahren. Und für mich, liebe Freunde des Friedens, heißt das, wir können und dürfen uns nicht mehr auf Politiker und Medien verlassen. Wir müssen Hintergründe selbst aufdecken, so anstrengend das auch ist, nach und nach. Wir dürfen nicht blöd bleiben. Ich meine, natürlich denkt jeder, er hätte eine eigene Meinung, aber woher hat er vergessen? Also, das heißt jetzt speziell, wenn ich mich an die Frauen wenden darf, wenn du nur liest Frau mit Herz, dann bleibst du Frau ohne Hirn. Es ist auch nie bei den ganzen Meinungen, die unterwegs sind, 1 Gramm Information wiegt mehr als 50 Tonnen Meinung. Und unsere Medien sind im Moment das, was man in der Religion immer gesagt hat, Opium fürs Volk. Und ganz kurz noch, weil man immer so viel durcheinander kommt, habe ich noch eine Dreiviertelseite oder so. Also was wissen wir über den Syrien-Konflikt? Syrien stand also bereits nach 9-11 auf einer US-Liste von 7 zu zerstörenden Ländern. Bis auf den Iran wurde alles befehlsgemäß umgesetzt. Angeblich wird gegen den IS gekämpft. Aber schon August 2012 hat Geheimdienstchef General Michael Flynn vom Defense Intelligence Agency in einem Dokument festgehalten, die Salafisten, die Muslimbrüderschaft und Al-Qaida im Irak, das spätere IS, sind die Hauptkräfte, die den Aufstand in Syrien anführen. Also keine syrische Opposition. General Flynn sagte wortwörtlich, der Aufstieg des IS war eine absichtsvolle Entscheidung der US-Regierung. Er rekrutiert sie aus radikalen Sunniten, die von Saudi-Arabien und der Türkei finanziert werden und von USA und Israel nach Bedarf gelenkt werden. Aber die Ursachen liegen noch tiefer. Im Ersten Weltkrieg wurde diese geschundene Region willkürlich von Briten und Franzosen aufgeteilt. So, dann zum Schluss noch der Ukraine-Konflikt. Was wissen wir? Hier wurde der Regime Change mit 5 Milliarden US-Dollar erkauft. Victoria Nuland, können Sie auch googeln, es stünde ja alles drin, Victoria Nuland. Erinnern Sie sich, diese US-Diplomatin, das gehackte Telefonat von WikiLeaks zum Ukraine-Putsch, wo sie gesagt hat, fuck the EU, ja? Googeln Sie es. Man findet alles, es ist unglaublich, wer googelt, der findet es. Ziel war es, die Ukraine in die EU und damit in die NATO zu führen. Und das hat der Verteidigungsminister Robert Gates unter Bush und Obama seit 2006 versucht zu verhindern. Weil für ihn ist dieser Versuch eine monumentale Provokation Russlands. Eine Provokation, die in einem unvorstellbaren Dritten Weltkrieg enden könnte und die Vorbereitungen dazu laufen auf Hochtouren. 150 Kilometer vom ehemaligen Leningrad, Petersburg jetzt, stehen Panzer der NATO. Anfang Januar 2017 wurde weitgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit eine US-Panzerbrigade in Bremerhaven ausgeladen und an die Ostflanke in Marsch gesetzt. In unseren Medien wird die Gefahr verharmlost und nur und nur und nur immer Putin verantwortlich gemacht. Und wenn eine Katze verschwunden ist, dann hat Putin sie gefressen. Hat sie mir gesagt, weiß ich, was deine Mutter immer hat zu dir gesagt? Hat sie gesagt, wie nicht die Waschitarelke Pushta, wo die Roschians. Wenn du nicht isst, dein Tellerchen leer, kommt Russien frisst dich auf. Dann hat sie gesagt, aber wir Russen, wir haben Humor. Ja? Wir sagen, fällt der Russe dort vom Traktor, ist in Nähe der Reaktor. Also die haben selber mehr Humor als wir, Mama. Auf jeden Fall, zum Abschluss, der Irakkrieg wurde mit einer Propagandalüge gerechtfertigt. Das Land liegt heute in Trümmern. Menschen obdachlos, krank, auf der Flucht, Millionen Tote. Wir müssen irgendwie, wir müssen Schritt für Schritt diesen Kriegsprofiteuren und ihren Handlangern immer und immer wieder die rote Karte zeigen. Diese
Diese Sicherheitskonferenz findet seit 1963 statt. Und was ist sicherer geworden? Nichts. Nichts. Terror. Terror kann man nicht mit Terror bekämpfen. Und die schlimmste Form des Terrors, das hat Helmut Schmidt gesagt, die schlimmste Form des Terrors ist der Staatsterror. Helmut Schmidt. Stoppen wir Waffenexporte, stoppen wir Drohnen. Morde, die über die Bundesrepublik laufen. Der exportierte Terror kommt zurück. Hören wir auf mit Doppelstandards und Belehrungen anderer Kulturen. Und lassen wir uns nicht, das ist meine ganz persönliche Bitte, in sinnlosen Meinungsschlachten kleinspalten. Halten wir zusammen, werden wir glaubwürdig. Peace, Freunde.